Dein Geld ist bei mir. Du verlierst es. Und direkt in die. Hier stehen die Wetten, dass Greco Mr. Thibodeau loswerden will. Die Chancen stehen gut, wenn wir weiter Geld und Waren verlieren wie bis jetzt. Roy hat nicht die Eier für diese Art von Arbeit. Der alte Junge ist ein Bürohengst. Solche Sachen sind verdächtig für uns. Auf dem Schlachtfeld wird man viel schneller befördert. Zu spät, um abzuhauen, Junge! Das ist ja die reinste Schießbude hier! Ich verpiss dich! Oh. Ja. Schnappt euch diesen dämlichen Hurensohn! Da ist er! Los geht's! Die
Beine bleiben. Gleich wirst du gepickt. Da! Nicht zurückstehen! Geh einfach zum Telefon! Dein Arsch aus der Schusslinie! Irgend so ein Neger greift uns an! Schick die schweren Jungs! Munition wechseln! Ich gehe in Deckung! Das ist deine eigene Schuld! Scheiße! Bereit zum Karnickelfangschuss! Er gehört euch! Ich gehe in Deckung! Scheiße! Hier! Hier drüben! Darauf warte ich schon den ganzen Tag. Ah!
Du musst das nicht tun! Klar tue ich das. Verdammter Mist! Ich brauche euch Jungs beim Lagerhaus, um den Schmuggelbetrieb zu sichern. Gut so. Diese Schwuchteln hätten sich nicht mit mir anlegen sollen. Ich schicke ein paar Jungs. Hol die Dockarbeitergewerkschaft zurück und Greco ist erledigt. Da haben wir ein ganzes Bücherregal voll mit Akten über Vito Scaletta, aber das war nicht immer so. Hoover hat bis 1957 geleugnet, dass es die Mafia überhaupt gibt. Darum gab es auch keinerlei Material über Leute wie Vito Scaletta. Inzwischen wissen wir, dass er am Zweiten Weltkrieg teilnahm und wegen Unterschlagung und Diebstahl 6 Jahre in Haft war. Es wird allgemein davon ausgegangen, dass er ein Mitglied der Falcone-Familie in Empire Bay war, obwohl er gleichzeitig verdächtigt wird, Don Carlo Falcone ermordet zu haben. Falls er es wirklich war, muss er Freunde an hoher Stelle gehabt haben, denn man ließ ihn am Leben. Er musste allerdings ins Exil und hat sich dann hier unten angesiedelt. Die Kommission überzeugte Sal Marcano, Vito ein paar Geschäftsbereiche zu überlassen. Hey, Lincoln, Greco die Ratte hatte mich gefeuert. War ihm scheißegal, dass ich eine schwangere Frau zu Hause habe. Ich wollte nur sagen, ist schön, wieder Arbeit zu haben. Ich durchsiebe diesen Stinkstiefel. Ich gehe aus dem Weg. Was anderes gehört. Krieg ich eine neue Schüssel nach River Row? Ich gehe noch eben pissen, dann bringe ich ihn raus zu dir. Ich weiß das zu schätzen. Du hast hier nichts zu suchen, Arschloch.
wüsste, wie viele Nächte in diesem Fall ist. Das ist doch schon eine ganze Woche, das ist eine ganze Woche die gleiche. Wir verkaufen jetzt diesen Getränk. Schnapp! Jetzt bist du erledigt! Wehe, die haben heute wieder nicht. Los, Prügel! Ich mach dich fertig, Arschloch! Hier liegt eine Leiche! Ich mach dich alle, Söhnchen! Los, Mann, in Ruhe! Oh. Schon umgeh ihn! Alle Mann in Deckung! Schnappt euch diesen dämlichen Hurensohn! Arschloch ist abgehauen. Vielleicht ist es endlich mal Ruhe hier. So leicht gebe ich nicht auf. Auf ihn! Ja! Ganzen Schatz, formiert euch hinter mir! Los geht's! Schnappschuss! Ich halte auf deine Lande! Bruder Lumière hat gesagt, was aus eurem Mund kommt, ist nicht... Als ich meine spätere Ehefrau zum ersten Mal auf einen Drink einlud, dachte sie, ich würde sie mit Schweigen strafen. In Wahrheit hatte ich nie zuvor ein so schönes Mädchen getroffen. Es war, als wollte sich meine Zukunft verabschieden. Entweder du kommst in den nächsten Tagen mit den Beiträgen rüber, oder wir kommen sie persönlich kassieren. Und du willst doch nicht. Dich doch mal anschauen. Jetzt hör bloß mal, was ich hier rede. Aber ich bin nur müde, das ist alles. Ist so, wie mein alter Herr immer sagte. Dauernd zu jammern und sich zu beschweren, ist treibe. Wir werfen unsere Jungs weiter in diesen Fleischwolf und die schmeißen diese.